Du willst ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? Dann schau einfach in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu MMOGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 14 Karrieremodus mit Hertha BSC. Wir spielen heute gegen den ersten FC Köln, diesmal wirklich erster FC Köln oder Eintracht Frankfurt. Habe ich zuletzt irgendwann mal gesagt, als ich Mainz meinte und so weiter. Jetzt ist es tatsächlich Köln. Und ich hoffe, euch wird es gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben, das wäre sehr, sehr schön. Und ich sehe gerade nicht, auf welcher Position Köln ist. Ich weiß aber, dass wir, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht verguckt habe, auf Platz 3 sind. Wollen wir direkt mal ins Spiel starten. Kurz vorher noch einmal ganz kurz geschaut bei den Einstellungen. Ich werde immer wieder gefragt. Genau, hier haben wir die Kamera. Übertragung Tele ist das immer, die ich nehme. Ne? Ansonsten stelle ich hier nichts ein bei diesen Sachen. Hier kann man ja, oder habe ich doch was eingestellt? Ich weiß nicht, ob das hier ein Standard ist. Aber ich habe, das ist meine Kamera. Kamera Zoom. Also man kann hier, wie mache ich das? Irgendwie kann ich hier nichts. Passe den Zoom des Spiels an. Ich kann irgendwie gar nichts verändern, weil das Standard ist. Ich kann halt noch meine eigenen Einstellungen machen. Aber sonst ist da halt, ja, nichts irgendwie anders. Ne, ich könnte hier Tele nehmen oder so. Das wäre dann noch weiter von oben. Übertragung Tele nehme ich. Ich kann ja mal mit Tele spielen. Mal gucken, wie sich das so spielt. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Übersicht. Ist ein bisschen weiter von oben. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Übertragung Tele finde ich halt ganz nett. Weil man so ein bisschen halt Bundesliga oder was auch immer so mit drin hat. Halt die Übertragung finde ich halt sehr gut. So, und schauen wir mal, wie es einfach ist jetzt hier mit Übertragung Tele. Mit Tele. Azar. Ach, viel zu kurz. Mohamed Salah versucht sich da durchzusetzen. Nee, der Pass, der kann nicht gespielt werden. Schade. Uja. Oh. Sehr schön gemacht. Sehr gut, Brooks. Und der Fehlpass. Oh, Uja. Ja, der ist auch, glaube ich, sehr kopfballstark. So, dahinterher Ragazzu. Sehr schön. Hier den Ball auf Öztunali. Ah, war eigentlich nicht so beabsichtigt. Ragazzu, jawohl, komm. Ach komm, Schiri. Ah, ja, dann ist man da gerade total am Sprinten und kommt dann einfach nicht weg. Was die zwei Folgen am Tag angeht, da haben der ein oder andere ja was dazu geschrieben, dass sie es voll cool finden. Der ein oder andere hat aber auch gesagt, nee, finde ich nicht so geil. Das finde ich dann eher schnell langweilig. Und von meiner Seite aus ist es halt so, dass ich es halt nicht immer schaffen werde, zwei Folgen aufzunehmen. Auch wenn ich das jetzt mir hier schon ein bisschen einfacher gemacht habe. Oh, sehr guter Pass. Nico Schulz mit dem Schuss und rein. Der Linksverteidiger, der macht sie heute. Nico Schulz, sehr schön. Der Pass von Memphis Depay. Sauber, sehr, sehr gut. Wir gehen hier in Führung 1-0 gegen den ersten FC Köln. Und das mit unserem Linksverteidiger, das ist praktisch unser David Alaba. Ja, also ich schaffe es halt nicht immer, so viele Folgen aufzunehmen, weil ich muss halt pro Woche dann 14 Spiele oder Folgen aufnehmen. Das ist auch nicht wenig. Also das sind halt viele Einzelsachen, die ich halt dann machen muss. Also werde ich es nicht immer schaffen, vermutlich. Och, bei uns pisst er uns immer an, dieser scheiß Schiedsrichter. Ah! Ich werde es nicht jeden Tag schaffen, zwei Folgen hochzuladen. Ich werde manchmal auch so ein bisschen aufsparen, damit ich Vorrat habe. Sehr schön, Brooks. Auch nicht für ihn gedacht, der Ball. Sehr schön, Memphis Depay. Einfach mal so einen Fernschuss probiert. Horn steht aber ganz gut und richtig. Und der Schuss war jetzt auch nicht wirklich gefährlich von Azar. Zack. Uja. Oh, komm ey. Wir laufen von allen Richtungen ran. Und holen uns immer wieder den Ball. Und spielen ihn einfach mal ins Aus, weil wir es können. Ja, okay, mal gucken. Ich habe diesmal den Popschutz weggelassen, weil mich ein bisschen genervt hat und ich mal gucken wollte.
ob man mich dann trotzdem noch gut verstehen kann. Oh, sehr schön, Depay. Ah, gut abgewehrt, schade. Hätte ich noch finessen können. Hätte ich aber auch nicht hingekriegt, aus der Position vermutlich. Was wollte ich gerade sagen? Ah. 4 Minuten. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, vergessen. Irgendwas wollte ich euch gerade erzählen. Wird uns ja vielleicht nochmal wiederkommen. So, aber auf jeden Fall, wenn wir 4-Minuten-Spiele machen, dann sind die Ergebnisse vielleicht auch realistischer. Da sind es halt keine 4-0-Siege mehr oder sowas, sondern eher halt so 1-2-0 oder vielleicht mal ein 1-1. Sehr viele Unentschieden sind es halt dann, denke ich mal. Chilio, oh ja, sehr gut. Ragazzo, sehr gut. Ah. Ja, komm. Oh, setz dich da doch durch. Ben Basat. Okay, jetzt hier über die Außen. Achso, mich hat der Popschutz genervt. Das wollte ich, glaube ich, erzählen. Und ich weiß nicht, ob das heute klappen... Ob das heute ganz gut läuft. Weil dieses Mikrofon hat halt schon einen eingebauten Popschutz. Aber wenn ich hier sehr nah dran pin und dann so puste, dann hört sich das halt scheiße an. Wisst ihr? Also dann kommt halt wie dieses... Und dafür ist halt so ein Pop-Schutz, damit es nicht immer hat. Es hat zwar einen eingebauten Pop-Filter, aber wenn man halt hier schnell rumruft und relativ nah dran ist, was ich eigentlich ja sein muss, damit das hier auch gut funktioniert, dann ist das, ja, dann ist das halt doof. Das werdet ihr auch dann vorhin gerade gehört haben. Und ich hoffe, dass das nicht zu doll dann in der Folge ist. Oh, die Ballannahme. Schade, Ragazzo. Super Pass. Nico Schulz hier heute unser Torschütze. 1-0 gegen den ersten FC Köln. Was jetzt halt auch bei 4 Minuten das Problem ist, dass man sehr schnell Probleme hat mit den Auswechslungen. Also die Zeit geht halt sehr, sehr flott. Oh, 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 sehr schön, Ragazzo. Jetzt in der Mitte, kommt, bietet euch an. Ah, nee, du. Schade. Gut. Haben wir Salah. Azar, sehr schön. Ah, oh, da wird er vom Ball getrennt. Aber wir machen uns gar nicht so schlecht, finde ich. Arke, sehr offensiv mit dabei. Hier fast schon im Sturm. Müsste sich eigentlich ein bisschen zurückziehen. Anspielstation wird gleich mal hier dicht gemacht. Gut, der Bast auf Bruma. Der Bast. Nee, das war doch nicht abseits. Hä? Ja doch, scheiße. Ah, Mann, ey. Nein! Nein, wo, welchen Spieler habe ich denn jetzt? Oh, nee. Draufgegangen. Sehr gut. Hazard. Ja, komm. Gut abgeschirmt. Schade. Das ist wenigstens okay. Das ist nicht irgendwie doof festgehalten oder sowas. Sondern halt abgeschirmt, ne? Also nicht jetzt irgendwie mit der Hand festgehalten oder so ein Kram. Ja, der bleibt einfach stehen, der blöde Arsch. Oh, ey, ich dreh durch. Unsere Bälle laufen hier nicht rund und sie, seht ihr, es ist schon 70. Minute, weil man einfach so im in the zone ist, im Spiel, drinne feststeckt und dann will man das eben noch... Eine Aktion machen und hier noch eine Aktion und bam, ist vorbei, ne? Ja, mir Martial. Martial reingebracht für Ragazzo. Ja, ach komm, Schiedsrichter. Das ist doch nicht hier irgendwie Fair Play. Mich einfach da wegzuballern.
Ragazzo, letzte Chance. Hake. Ja, verdammter Fehlpass. Aufgepasst, sehr schön. Ah, abseits. Hätte ich ja noch gehabt, aber leider wird schon wieder abgepfiffen. Abseits, es ist immer so super nervig. Mohamed Salah. Kommt nicht zum Schießen und wird angeschossen und es gibt Abstoß. So ein Fuck. Ah, 1-0, naja. Wir führen, ne? Aber doof angeschossen. Elena, sehr, sehr gut. Hier über die Außen, Mohamed Salah. Ja, ich kann leider nicht den anspielen. Werde sofort da weggepistet. Die spielen so extrem stark. Nein. In der Mitte stehen sie doch so gut. Oh, hihi. Alter, leck mich fett. Uiuiui, das war eine krasse Aktion, oder? Die Grätsche davor, mega heftig. Und wir kriegen ja noch abseits Freistoß. Zack, ab nach vorne. Okay. Es ist nicht so schwierig, einen geraden Pass zu spielen. Leider dauert es immer eine Dreiviertelstunde, bis die Bälle durchkommen. Das ist halt ein bisschen doof. Nervt mich auch manchmal einfach tierisch, dass wir da solche Probleme haben, mal so einen geraden Pass zu spielen, der dann halt ewig dauert. Und dann ist die Anspielstation schon wieder zugestellt. Aber wenigstens hatten wir heute ein schönes Tor von Nico Schulz. Nicht so viele Chancen. Vier Schüsse oder sowas hatten wir. Ist heute nicht ganz so schick. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen halt bringen, dass ihr da mal auch Bescheid wisst, wegen der Kamera. Das wurde ja immer gefragt, welche ich da nehme. So, wir haben jetzt hier nochmal wieder ein paar Sachen. Angebot zurückgezogen von Frankreich. Yep. Das ist okay. Wir haben ein Spiel weniger, können aber 2 Punkte wieder an Dortmund rankommen. Das ist okay. Und das ist dann schon der 30. Spieltag. Unser nächster Gegner ist wer nochmal? Hannover 96. Die sind mit dabei. Auf Platz 14, denke ich, ist ein machbares Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne den Däumchen nach oben da und wir sehen uns dann ganz bestimmt in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.